Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute ein Produkt vorstellen, was mir am Herzen liegt. Ich habe damit eine Weile gewartet. Ich habe es um die 6 Wochen lang getestet. Und zwar ist das von der Firma Use to the People Kale Abschminkgel. Auf der Basis von Superfood, das heißt Green Tea, Spinat, Kamille, Vitamine A, C, E und B5. Und dieses Abschminkgel nutzt die Kraft von Superfoods, um unser Gesicht sanft, ohne auszutrocknen, zu reinigen. Also wie gesagt, das ist ein veganes Produkt. Keine Parabene, parfümfrei, keine Sulfate, keine Tierversuche, keine Farbstoffe. Und das fand ich sehr interessant. Kostet 29,90 Euro, ist relativ teuer, sind 237 Milliliter drin enthalten. Gibt es bei der Firma Sephora zu kaufen über Galeria Kaufhof. Die Mädels, die in der Nähe von einem Galeria Kaufhof leben, können bei Sephora mal schauen, das ausprobieren. Oder man kann es auch im Internet bestellen. Ich bin total hingerissen davon. Also ganz ehrlich, ich würde es euch sonst nicht erzählen. Ihr wisst ja, ich bin ein Caudalie-Fan. Und also der Caudalie-Schaum trocknet im Gegensatz zu diesem Reinigungsgel aus, muss ich sagen. Also ich habe ja den Vergleich jetzt unmittelbar. Und das ist ein nährstoffreicher, mit Antioxidantien angereicherter Reiniger, der sanft unsere Haut von Giftstoffen, Schmutz, Make-up-Resten befreit, ohne dieses Trockenheitsgefühl zu hinterlassen. Selbst das Augen-Make-up habe ich damit, sollte man zwar nicht machen, das stand da nicht drauf, nur Gesicht reinigen, habe ich damit entfernt und ich hatte keine roten Karnickelaugen. Es ging alles gut, ging wunderbar. Also es war jetzt kein wasserfester, nur normale Wimperntusche und normaler Lidschatten ging perfekt damit ab. Also dieses Abschminkgel ist für alle Hauttypen geeignet, besonders also auch für eine sensible Haut. Und es reinigt wirklich sanft und trocknet nicht aus. Und es gibt ein perfektes, frisches Finish. Anzuwenden ist es ganz einfach. Ihr feuchtet euer Gesicht an, feuchtet die Fingerspitzen an. Ich mache das jetzt mal vor. Gebt 1 bis 2 Pumpstöße auf die Haut. Und dann massiert ihr so lange, bis es schäumt. Ja? Ihr seht, es schäumt schon. Es ist, also selbst die Konsistenz dieses Gels, die ist cremig. Die ist richtig cremig, verrückt, ne? Und dann nehmt ihr das Ganze mit einem Schwämmchen oder mit einem Tuch oder ihr gebt Wasser in die Handflächen und entfernt dieses Gel wieder aus eurem Gesicht. Ich finde, man sollte dem Reiniger auch besondere Aufmerksamkeit schenken. Es ist nicht egal, es ist nicht wurscht, welchen Reiniger wir benutzen für unser Gesicht, was ja sehr empfindlich ist. Also wir haben, unsere Gesichtshaut ist nun mal empfindlich und reagiert auf alles Mögliche. Und das schützt auch vor, also schon bei dem Reinigen, vor freien Radikalen. Ihr wisst ja, Umwelt, Giftstoffe, Sonneneinstrahlung, das sind alles diese freien Radikalen, die uns altern lassen. Und die Pflege unserer Haut beginnt bei der Reinigung, auch wenn wir sie wieder abnehmen. Man kann schon bei der Reinigung so viel falsch machen, dass das Hautbild schon so gestresst ist, bevor wir die Creme aufgeben, dass ihr wirklich ein bisschen darauf achten müsst, welcher Reiniger für euch geeignet ist. Also dieser Reiniger ist für alle Hauttypen geeignet. Wie gesagt, kostet 29,90 Euro, ist wahnsinnig sparsam. Ihr reicht damit ein halbes Jahr oder noch länger. Und das muss man sich mal so überlegen, dann sind zwar 29,90 Euro erstmal teuer in der Anschaffung, aber ihr habt ja wahnsinnig viel davon. Es ist jetzt zwar eine Glasflasche, ich finde dieses Design übrigens sehr gelungen und auch die Verpackung, die habe ich jetzt nicht mehr, das ist einfach in so einer Kartonage drin, völlig ohne Schnickschnack, ohne Shishi, finde ich sehr sympathisch und vegan auf Superfood-Basis, also ein absoluter Top in meinem Bad, ein absoluter Top, ein absolut Test-Top. Deutsche Sprache, schwere Sprache, ihr wisst. So, das war mir jetzt ein Anliegen, euch das mal vorzustellen. Und der riecht übrigens jetzt nicht nach Spinat, der riecht ganz frisch so nach Green Tea und Kamille. Also wenn ihr mal was anderes ausprobieren wollt, man will ja manchmal sich so ein bisschen verändern.
gerade im Sommer perfekt, hinterlässt so ein frisches, tolles Hautgefühl. Auch natürlich für Hals und Dekolleté geeignet, ist klar. Ihr Süßen, ich wünsche euch wie immer einen tollen Tag, ein tolles Wochenende. Seid besonders gut zu euch und zu eurer Haut. Bis bald. Ciao. Danke fürs Zuschauen.